Hallo und guten Abend zu den Ansichten. Comics sind eine ganz eigene Kunstform. Fast jeder kennt zum Beispiel Donald Duck oder Superman. Comics können aber auch politisch sein. In der Spedition am Güterbahnhof läuft derzeit eine Ausstellung unter dem Motto Südafrikanische Comics jenseits der Apartheid. Alltagsgeschichten sind unter anderem die Themen der Künstler. Und mit dabei ist auch der Autor Danny Marais. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Danke. Mein Held der Kindheit war Batman. Wie war das bei Ihnen? Batman fand ich auch super und ich denke, man muss sich da auch ganz schön entscheiden zwischen Batman und Superman. Es gibt so Leute, die stehen auf Superman. Ja, genau. Ich fand es immer gut, dass bei Batman haben die Bösen also wirklich was auf die Mütze bekommen. So. Ich fand aber auch Tim und Struppi war ich begeistert, Asterix und so weiter. Also ich liebte Comicgeschichten. Und ich glaube, ängstliche Jungs finden auch immer Superhelden ganz gut. Ja, ich war auch ängstlich. Zwar kein Junge, aber ich war auch ängstlich. Batman hilft dann vielleicht auch über die Kindheit hinweg. Auf jeden Fall. So einen älteren Bruder hätte man gern. Sie sind in Südafrika geboren. Wie funktioniert das da mit den Comics? Comics sind ja auch teuer. Kann die jeder da bekommen? Wächst man damit so automatisch auf wie wir hier? Also mit den Sachen, die Sie eben genannt haben, auf jeden Fall schon. Ich meine, das kennt man auch, Walt Disney und so weiter. Aber diese, sag ich mal, Alternativszene, die gibt es noch nicht lange. Das fing eigentlich in 92 an, als das erste Bitte-Comics-Heft unabhängig erschien. So, davor hatten wir in den Zeitungen Political Cartoons und so weiter, aber wir hatten nicht so diese Autoren-Comics, so gab es eigentlich nicht in der Form. Wie ist das entstanden? Also die beiden Gründer von Bitte Comics, Anton und Konrad, haben damals Kunst studiert und dann war der Bruder von Anton war lange in Berlin, also der sollte damals zur Armee. Es gab ja natürlich noch Wehrdienst und das waren die letzten schlimmen Tage der Apartheid-Regierung. Der wollte nicht hin, ist dann nach Berlin gefahren, lebte da sozusagen im Exil, konnte nicht nach Hause. Und dann gab es so die Berliner kulturelle Luftbrücke, wie Anton immer gesagt hat. Und Marc schickte dann viele Underground-Sachen eben nach Südafrika, nach Johannesburg. Also auch die Sachen von Robert Crumb, viele Punkplatten, Nina Hagen und so weiter. Und Schwermetall, Möbius und so, das waren alle alles Einflüsse. Und dann haben die beiden Jungs in Südafrika gedacht, also machen wir jetzt mal ein Comicheft und wir hauen richtig auf den Putz. So. Und es gab dann auch keinen Verleger. Die haben das dann alles so unabhängig am Anfang einfach mal so, gab es eine ganz kleine Szene. Und wie sind Sie dann daran gekommen? Ich war dann, also da war ich dann schon in Deutschland, habe mich damals ganz doll verliebt in eine deutsche Frau, bin dann deswegen hergekommen, war dann im Urlaub in Südafrika und habe dann Heft Nummer Ausgabe 4 irgendwo gesehen und habe gedacht, was ist das denn jetzt? Also sowas gibt's jetzt? Sind die Leute überhaupt noch so auf dem freien Fuß? So? Ja. Und ab da habe ich mir dann einfach jedes Heft von Bitte Comics geholt. Sie lebten 9 Jahre, glaube ich, fast insgesamt hier in Norddeutschland? Ja, genau. Das war so 94 bis 2002. Erstmal Oldenburg und dann 4 Jahre Bremen. Mhm. Ja. Und wie ist das sozusagen jetzt zwischen den Welten? Sie sind ja, leben jetzt wieder in Südafrika, sind aber regelmäßig hier zu Gast. Ich war lange noch an der deutschen Schule in Pretoria und habe dann natürlich, da gibt es dann sehr viele versandte Lehrer, also ADHKs, Beamten aus Deutschland und so weiter, hatte dann immer noch sehr viel Kontakt zu Deutschland. In den letzten 5 Jahren weniger und war ganz lange nicht mehr in Bremen. Also war einfach ganz toll, mal wieder hier Leute zu sehen und wieder Bremen zu besuchen. Mhm. Und ich denke, ein Austausch gibt es schon. Also ich denke auch bei meiner Frau, bei Karin, Berlin liebt zum Beispiel die Arbeit von Anke Feuchtenberger aus Hamburg sehr. Und ich denke, man sieht auch in dieser Ausstellung, wie die Welt einfach zusammengewachsen ist. Also ich denke, lange hat man an Afrika-Kunst nur an Masken und, und Trommeln und so weiter gedacht. Und jetzt merkt man hier einfach, wo, also die Brüder Trantal haben sich dann von Zeichentrickfilmen aus Japan inspirieren lassen. Bei Bitter Comics sieht man Berlin und Underground aus Amerika und wird dann einfach neu interpretiert und ganz andere Geschichten erzählt. Ja. Ihre Frau ist ja sozusagen jetzt auch mit dabei bei dieser Ausstellung, die gerade läuft. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wir haben uns eigentlich über meinen Cousin kennengelernt und ja, ich war dann mal wieder zu Urlaub in Südafrika und ja, haben wir uns einfach sehr gut verstanden. Ich war dann noch 1,5 Jahre in Deutschland und bin nach Südafrika zurückgefahren und ja, dann eben wieder geblieben. Sie arbeiten jetzt auch zusammen. Es gibt in der Ausstellung auch Werke von Ihnen beiden. Ich glaube, ein ganz besonderes, das auch eine besondere Geschichte hat, das Newborn Baby. Was ist das für eine Geschichte? Wann ist die entstanden? Also das war so, dass ich bin dann eigentlich eher Dichter und Journalist und so. Und ich habe 2 Gedichte geschrieben, als unsere Tochter Lia auf die Welt kam. Und es war einfach, ich denke, wenn man jetzt Vater wird oder so, dann fühlt man sich einfach plötzlich ganz ausgeliefert so oder verletzlich. Und man sieht die Welt wirklich mit neuen Augen. Und plötzlich, also zu dem Zeitpunkt gab es richtig schlimme ausländerfeindliche Ausschreitungen, Überfälle in den Townships. Und
Man hatte plötzlich das Gefühl, mein Gott, es gibt ja immer noch eine Krise in diesem Lande. Und jetzt haben wir ein ganz kleines, verletzliches Baby. So. Und dann hat Kalin und ich mal die Gedichte gelesen und gesagt, ja, machen wir mal einfach mal eine Comicgeschichte draus. Und das ist dann in Frankreich erschienen. Also ihr Roman, Meine Mutter war eine schöne Frau, geht dann auch um eine Kindheit in Apartheid Südafrika. Und es ist ja in Europa in 4 Sprachen erschienen, aber noch nicht in Südafrika. Wie sieht Ihr Alltag denn in Südafrika aus? Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben eben Angst angesprochen. Ja, also wir wohnten erstmal in Woodstock in Kapstadt. Das ist so eine Gegend, ganz bunt gemischt, ziemlich vielen Künstlern, aber auch mit Junkies und so weiter und Obdachlosen. Und man hat einerseits ein ganz normales Leben, würde ich sagen, so wie in Europa. Aber das ist so fast wie so ein gläsernes Boot. Ne? Unten kann man immer sehen, was sich alles tobt. Also man, ja, ich denke, man sieht einfach, wie die Welt funktioniert in Südafrika. Und richtig reich und richtig arm leben direkt nebeneinander und die Welten, ja, knallen da aufeinander. So, und das ist, also man hat immer, man lebt eigentlich recht gut, sag ich mal, wenn man der Mittelschicht zugehört und einen Job hat, aber man weiß auch immer, das könnte hier alles unglaublich schief gehen und es gibt einfach viele Leute, die wirklich gar nichts haben und man weiß ja immer noch nicht, wie die Regierung diese Probleme in den Griff bekommen wird. Wie ist das denn für eine junge Familie? Also wenn Angst der tägliche Begleiter ist, sehnt man sich da nicht zurück nach Deutschland? Manchmal habe ich das schon und was ich vor allen Dingen vermisse, ich vermisse das wirklich, dass das Lesen in der Straßenbahn und so öffentliche Verkehrsmittel und so weiter und einfach auch mal einfach ganz verträumt durch die Gegend laufen und nicht mal über die Schulter schauen, so, das schon. Aber ich denke, wenn man mit Südafrika aufgewachsen ist, dann ist das auch, irgendwann wird man korruptiert von dem Lande, weil es sehr viel Schönheit gibt und sehr viel Drama. Und wenn man das dann irgendwie kennt und man ist irgendwo im Ausland, dann ist es immer ein bisschen langweilig. So, und das ist eine Art der Perversion. Das würde ich nicht jedem empfehlen. Das ist vielleicht auch so eine Art Krankheit. Aber ich will einfach immer wissen, wie es in Südafrika weitergeht. So, das interessiert mich einfach am meisten. Und wenn ich jetzt hier bin, dann lese ich die ganzen schlimmen Schlagzeilen und habe immer nur das Gefühl, meine Güte, das geht ja alles runter. Alles halb so wild. Wenn ich da bin, habe ich dann aber auch Sonnenschein und Familie und sehr viele Freunde. Und ich sehe auch kleine Geschichten, wo das weitergeht. Und da hat die Gesellschaft sich doch auch dramatisch verändert. Und es gibt auch sehr viele schöne Sachen. Und die Gesellschaft hat sich auch ein Stück weit richtig normalisiert, verglichen mit der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Können Comics auch was verändern? Also Ihre Geschichten und vielleicht auch die Comics Ihrer Frau? Das ist immer so eine ganz schwierige Frage. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht, ob Kunst viel verändern kann. Es kann aber viel widerspiegeln und ich denke, es kann, vor allen Dingen, wenn man es jetzt aus deutscher Sicht betrachtet, kann man sich diese Comics anschauen und während man in Nachrichtenmagazinen so eine vielleicht eher vereinfachte Erklärung bekommt, kann man in diesen Comics nochmal sehen, wie verdammt kompliziert die ganze Lage ist. Und das, denke ich, ist auch wichtig. Also man bekommt da schon ein Bild und man bekommt ganz kleine Intimbilder aus dem Leben in Südafrika. Und das finde ich gerade spannend. Sie haben gesagt, Sie sind damals der Liebe wegen nach Deutschland gekommen. Mhm. Sie haben hier, glaube ich, als Au-pair gearbeitet. Ja, stimmt. Vor 10 Jahren war das, glaube ich, auch noch schwieriger als Mann. Wie haben Sie das geschafft? Sie haben 3 kleine Mädchen, glaube ich, betreut. Ja, genau. Das war da überhaupt nicht gang und gäbe. Und die Familie Oetken in Oldenburg haben dann einfach gesagt, versuchen wir es mal. Und das ging dann recht gut. Und dann hatten die danach noch 2 männliche Au-pair-Jungs und dann ein Mädchen. Und also die 3 Mädchen, die mittlerweile alle schon studieren, meinen, dass Männer doch gar nicht so streng wären wie Au-pair-Mädchen. Also ja? Fanden sie dann schon besser. Ich habe dann nachher auch gehört, ja, mit der Hausarbeit, das habe ich alles nicht so toll gemacht, aber war dann ganz lieb so. Zu den Kindern haben die gesagt, ist also okay, wenn er bleibt. Haben Sie mit denen auch Comics gelesen? Wahrscheinlich. Also sehr viele Bilderbücher, Comics nicht so viel, aber Bilderbücher schon. Ich finde, es gibt mittlerweile auch ganz spannende Alternativ-Bilderbücher. Genau, und die Ausstellung macht ihr auch. Genau, und die Ausstellung sollte man besuchen bis zum 16. Oktober in der Spedition am Güterbahnhof. Das waren die Ansichten. Vielen Dank. Dankeschön.